das Immunsystem stärken mit diesen 5 Tipps. Darum geht es heute in diesem Video. Ja, und am Ende gibt es ein wichtiges und tolles Gewinnspiel. Bleibt also bis zum Ende dran. Das ist übrigens die Alexandra. Und ich bin der Lars von Ruhr Energie. Und wir starten mal mit dem Nummer 1 Tipp fürs Immunsystem. Tipp Nummer 1 ist genug trinken. Das ist ganz wichtig, damit die Schleimhäute immer befeuchtet sind, weil die Schleimhäute sind die erste Barriere für Bakterien und Viren, wenn sie in unseren Körper kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Schleimhäute befeuchtet sind. Genau, da sollte man ein gutes Wasser nehmen. Wir trinken ja Aquion-Wasser und am besten stilles Wasser nehmen, weil das Sprudelwasser übersäuert den Körper. Da haben wir ja mal so einen pH-Wert-Test gemacht. Also stilles Wasser nehmen oder auch Kräutertees, die sind auch gut. Die gehen auch dann immer sehr ins Basische rein und so bleibt ihr dann auch gesund und habt ein gutes Immunsystem. Tipp Nummer 2 ist Bewegung an der frischen Luft. Das sagt die Richtige. Ich muss mir das nämlich immer aufschreiben, mir das merken, mich wirklich diszipliniert nach draußen bewegen, weil ich sehr viel am Computer arbeite. Gerade in den jetzigen Zeiten komme ich auch nicht so oft raus. Und zwar, wie oft sollte man denn rausgehen und wie lange denn mindestens? Also man sollte täglich eigentlich eine halbe Stunde an der frischen Luft sein. Das, wer Kinder hat, kennt das schon. Das ist einem auch früher immer gesagt worden. Ne? Mit den Babys soll man eigentlich mindestens eine Stunde mit an der frischen Luft sein. Das ist ganz wichtig, um den Vitamin-D-Spiegel auch aufrecht zu erhalten oder zu erhöhen. Zumindest auch in den Sommermonaten, in den Wintermonaten ist das in Deutschland leider nicht möglich. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich draußen an der frischen Luft, also nicht jetzt irgendwie in Schatten und dann da irgendwo in der Ecke hocken, ja, sondern wirklich auch draußen spazieren gehen. Und das ist also Bewegung auch ganz wichtig, weil dann auch durch die Muskelaktivität auch das Immunsystem wieder gefordert wird oder gefördert wird. Genau, und durch das Atmen entsäuert der Körper auch. Und was ich auch mal recherchiert hatte damals, als ich mich mal mit Radioaktivität auseinandergesetzt habe, ist, dass wenn zum Beispiel ein Fallout gäbe, also ein Atomkraftwerk geht in die Luft, dann nimmt man ja das Jod auf aus der Luft und das geht dann in die Schilddrüse. Deswegen muss man dann so ein Jodtabletten nehmen, die dann quasi die Schilddrüse blockieren. Das bedeutet, wenn ihr am Meer seid und irgendwo, wo viel Jod in der Luft ist, nehmt ihr auch Spurenelemente auf. Ja. Also das ist also auch wichtig für eure Spurenelemente, raus an die Luft und nicht nur die Druckerluft hier atmen, wie ich das oft mache. Ja, also generell nicht nur, wenn ihr am Meer wohnt, auch wenn ihr draußen unterwegs seid, ist es ganz wichtig, da nehmt ihr auch Spurenelemente auf. Tipp Nummer 3 ist Obst, Gemüse, Vollkorn, Nüsse und Samen zu essen. Da solltet ihr natürlich darauf achten, dass es möglichst bio ist, möglichst frisch ist, möglichst regional ist. Und bunt und unverarbeitet. Und unverarbeitet, genau. Also es gibt ja auch den Spruch, eat the rainbow, also das heißt, isst den Regenbogen, isst so bunt wie möglich, nicht immer nur von ein und denselben Sachen leben, sondern immer wieder auch mal was Neues ausprobieren. Das regt auch das Immunsystem an, auch mal was Neues auszuprobieren. Genau, unser Geheimtipp an dieser Stelle sind grüne Smoothies, ja. Obst und grüne Blätter zusammen mischen, dass es süß genug ist, um es zu trinken, mit Wasser oder meinetwegen auch mit einer Hafermilch oder sowas. Damit kriegt ihr einfach höhere Portionen rein an Obst und Gemüse und grünen Blättern vor allem. Und damit werdet ihr dann richtig gesund. Tipp Nummer 4 ist, Lachen hält gesund. Ja, warum ist das denn so? Ja, Lachen geht ganz viel auf die Psyche. Also es gibt da auch Studien drüber, dass wenn man lächelt, dass dann der Körper oder das Gehirn denkt, man ist gut gelaunt. Also man kann das wirklich produzieren. Andersrum natürlich auch. Ja, das heißt, wenn man die Mundwinkel runterhängen lässt, dann denkt der Körper auch oder die Psyche auch, man ist nicht gut drauf und reagiert dementsprechend. Also man kann sich da selber konditionieren, dass man sagt, auch wenn es einem jetzt nicht so gut geht, man lächelt und irgendwann geht es einem dann auch gut. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil das auch das Immunsystem wieder pusht. Das weiß man ja, wenn man gut drauf ist, dann hat einem so schnell auch, geht nichts an einen ran. Ja, das ist eben so eine Barriere auch wieder. Ja, das Glückshormon Serotonin wird dadurch auch gebildet und es gibt ja auch so Lach-Yoga-Kurse, ja, wo man wirklich sich zusammensetzt und versucht einfach zu lachen. Man lacht damit oder geht es einem richtig gut danach. Also öfters mal lachen und vielleicht auch mal irgendwas Lustiges mal gucken oder so oder sich gegenseitig Witze erzählen. Genau. Dann ist es auf jeden Fall einfacher und das stärkt auch die Abwehrzellen. Die Alexandra will noch eine Geschichte an dieser Stelle erzählen. Ja, da war ich irgendwie, ich glaube, auf Konfirmationsfreizeit oder irgend sowas, auf so einer Gruppenfreizeit oder Klassenfahrt oder so. Und da lagen wir im Kreis. Und es war so, dass wir immer mit unserem Kopf auf dem Bauch von unserem
Hintermann lag sozusagen, ja, und bei uns lag dann eben wieder der Nächste mit seinem Kopf drauf und dann hat der Kursleiter hat dann einen Witz erzählt und dann hat einer angefangen zu lachen oder zwei, drei und wenn dein Kopf dann immer so hochgehüpft ist, weil der so gelacht hat, der jetzt hinter dir lag, dann musste man automatisch auch lachen und so ging das dann total im Kreis rum und das war so lustig, ja, und es ging uns danach wirklich allen so gut, weil das, da merkt man auch, Lachen steckt an, ja, das ist einfach so, wenn jemand lacht, dann kann man eigentlich, da kann man noch so schlechte Laune haben, irgendwann fängt man an mitzulachen, deswegen also wirklich Witze lesen, Comedy gucken oder sonst irgendwas oder sich mit lustigen Freunden treffen, sofern das möglich ist, weil Lachen steckt einfach an. Tipp Nummer 5 ist Dampf ablassen. Ja, das heißt, wenn man schlechte Laune hat, soll man die nicht in sich reinfressen. Man soll natürlich auch niemand anderen damit jetzt belasten. Aber es gibt genug Methoden, um seine Wut auch loszulassen. Ja, das ist ja ganz einfach. Wenn man in eine Stresssituation kommt, sind wir ja ständig am Handy, am Telefon, per E-Mail. Kollege fatzt einen an oder irgendein Projekt geht gerade irgendwie schief. Kommt halt Stress von außen ein. Da gibt es halt die Flucht oder den Kampf. Ja? Und dadurch, dass man meistens nicht flüchten kann, ja, und man den Kampf unterdrückt, wird man dann krank. Das schwächt das Immunsystem. Also dann lieber mal irgendwie sich ein großes Kissen irgendwo hinlegen oder es gibt ja auch Sandsäcke und dann ruhig mal, wenn man sich geärgert hat, richtig reinhauen. Ja? Mhm. Dann ist man in dem Kampf Modus und dann fährt das Immunsystem auch wieder hoch, weil es gemerkt hat, okay, jetzt ist es anscheinend vorbei. Mhm. Ja, dann kann das Adrenalin abgebaut werden. Ne? Hilft auch ganz gut, mal zu schreien, einfach mal sich mal hinzustellen. Und so, ja, das hilft auch ganz gut, ne? So eine Kampfgebärde auch richtig dazu zu machen. Ja? Oder wenn man das jetzt nicht kann, weil irgendwie neben einem im Großraumbüro jemand sitzt und das jetzt nicht so gut klappt, kann man auch mit diesem, da gibt es eine Lippenbremse, damit kann man das auch ganz gut machen, dass man wirklich gegen die Lippen atmet, so oh, Entschuldigung, ist mal geschwuppt. Also, dass man richtig den Dampf einfach mal ablassen kann. Genau, ist halt wichtig einfach. Wir haben auch in unserer Zeit, wir sind jetzt schon seit 22 Jahren fast zusammen, ja, und wir haben uns öfters auch mal gestritten. Wir streiten uns regelmäßig einmal die Woche mal kurz, dann oft sehr lautstark, ja. Und ich kenne aber, also wir kennen einige Paare, die sich nicht richtig streiten und die sind dann meistens auch nicht lange zusammengeblieben, weil man muss auch mal das sagen, was man denkt, ja, und immer nur zurückstecken ist nichts. Also manchmal muss man den Dampf ablassen, nicht gewalttätig werden, dann lieber irgendwo einen Sandsack schlagen oder mal im Garten in den Boden treten, dann ist alles wieder gut. Ja, das habe ich auch schon gemacht, Rumpelstilzchen gespielt, ja. Muss man aufpassen, kann einem ganz schön die Füße nachher wehtun. Ja, das waren unsere 5 Tipps, um das Immunsystem zu stärken. Dieses Video ist 1 von 6 Videos einer Videoreihe, einer Kooperation mehrerer YouTuber zum Thema Immunsystem. Und wir haben eine Überraschung für euch. Und zwar haben wir in diesem Video hier ein Wort versteckt. Wir haben irgendwo mal ein Wort eingeblendet, ich glaube so eine Sekunde oder so. Und das müsst ihr euch aufschreiben. Ja? In der Videobeschreibung unten findet ihr eine Playlist, wo alle 6 Videos zu finden sind. Und in jedem Video ist ein Wort versteckt. Das schreibt ihr euch auf einen Zettel oder in eine E-Mail. Unten stehen die Teilnahmebedingungen drin. Es gibt Preise für mehrere hundert Euro. Wir hatten die Firma Plantrition gefragt. Die verlosen ein Vitamin D3, K2 und Magnesium-Set, also eine Vitamin-D-Kur. Und viele andere haben auch noch ganz tolle Preise gestiftet, findet ihr auch unten hier in der Videobeschreibung. Ja, jetzt müsst ihr euch im Prinzip alle 6 Videos angucken, euch jeweils das Wort rausschreiben und dann an die E-Mail-Adresse schicken, die unten reingeschrieben worden ist. Und dann habt ihr große Chancen zu gewinnen. Zum Schluss hat die Alexandra noch einen Bonustipp. Genau, Rätselraten stärkt das Immunsystem auch. Rätselraten, was meinst du denn? Also sowas, das ist ja ein Rätsel jetzt im Prinzip. Wenn man sich alle Videos angucken muss, die Wörter zusammensetzen und dann, ja, also Kreuzworträtsel helfen vielleicht auch, keine Ahnung. Die Alexandra ist nämlich eine ganz große Rätseltante, eine Puzzletante, ja, und eine gerne Gesellschaftsspieltante, ja, ist sie auch. Total. Und das sind alles Dinge, die gut sind fürs Immunsystem. Vor allem, man macht es ja mit Menschen auch zusammen, ja, was natürlich auch gut ist. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht mal beim Gewinnspiel mit. Das macht viel Erfolg. Viel Erfolg. Gibt tolle Preise zu gewinnen. Ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Aktiviert das Glöckchen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hoffentlich. Wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.